Schließ deine Augen und erlaube dir für einen Moment ganz mit dir und deinem Körper zu sein. Nimm dich wahr, wie du ganz sicher und stabil auf dieser Unterlage sitzen kannst. Wie du mehr und mehr all die Muskeln loslässt, die du nicht brauchst, um hier zu sitzen. Und nimm deine Füße wahr, die einen guten Kontakt zu dem Boden hier haben. Komm in einen sanften und dennoch tiefen Atemrhythmus und fühl einmal hinein in deinen Körper, der im Moment etwas zeigen mag. Wie ein Signal, das er dir gibt, ein Signal deiner Seele. Erlaub dir selbst einmal, diesem Signal zu lauschen. Mit deiner inneren Stimme sag, alles, was da ist, darf da sein. Und alles, was ich mir zeigen möchte, darf sich mir heute zeigen. Nimm so zu dir selbst und deinem Körper Kontakt auf. Nimm einmal wahr, wie sich gerade dein Kopf anfühlt, dein Hals, der Oberkörper. Nimm so dich selbst in deinem Körper mehr und mehr wahr. Erlaube dir nun einmal zu diesem Symptom hinzufließen in dir, das sich so deutlich zeigt. Fühl dort einmal genauer hin. Wie fühlt es sich an? An diesem Organ, das mir vielleicht gerade Mühe macht. Wenn du magst, schenkst du dir ein Bild dafür. Ein Bild dafür, wie es sich gerade in dir anfühlt. Vielleicht zeigt sich da ein Druck, ein Schmerz oder eine Schwere in dir. Und du erlaubst dieser Schwere, diesem Druck, hier für diesen Moment, sich nun deutlicher und deutlicher zu zeigen. Als ob du sogar erlauben würdest, dass es sich jetzt für diesen Moment einmal ausdehnen darf. Erlaub dir tiefer hineinzufühlen in diesen Schmerz und nimm einmal wahr, was für diesen Moment vielleicht darunter liegen könnte. Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass sich ein Gefühl darin verbirgt, eine Emotion, eine Angst, eine Wut oder eine Trauer. Und so erlaubst du auch dieser Trauer, Wut oder Angst, Scham oder Schuld, dass sie hier für diesen Moment sich einmal zeigen darf. Du begrüßt sie mit den Worten, du bist meine Trauer und du darfst dich nun einmal zeigen. Ich bin bereit, dich heute zu fühlen. Und dann erlaubst du ihr, sich auszudehnen, als ob sie sich über deinen Körper hinaus ausdehnen und zeigen dürfte. Du bereit bist, sie nun zu fühlen und einmal wahrzunehmen, wie fühlt sich Trauer in mir an, wie fühlt sich Wut an, Schwere, all das, was sich im Moment zeigt. Nimm wahr, wie es sich verändert, wenn du
dir selbst und all den Symptomen in dir Aufmerksamkeit schenkst. Alles in uns wünscht sich Aufmerksamkeit und Liebe. Wenn du magst, fühlst du hinein in dich und nimmst einmal wahr, was sich diese Trauer von dir wünschen würde. Was sich vielleicht auch das Organ oder das Körpersymptom, das sich so deutlich gezeigt hat, von dir wünschen würde. Vielleicht magst du sogar ganz neugierig und offen einmal nachfragen, was nun der nächste wichtige Schritt für dich zur Heilung deines Körpers und somit deiner Seele wäre. Und dann bedankst du dich bei dir und deinem Körper für all das, was er auch schon mit dir zusammen erlebt und bewältigt hat. Sein tagtägliches gutes Funktionieren für dich. Bedankst dich bei dem Symptom, das dir so deutlich den Weg gezeigt hat. Nur aufmerksam machen wollte auf etwas, was im Moment nicht wirklich für dich passt. Nimmst dann ein paar tiefe Atemzüge. Reckst und streckst dich, wenn du magst. Und kommst wieder ganz hierher zurück. Ins Hier und Jetzt.